この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの私もついていくって言ったら、罪を償う旅でもある。Ja, Lego hat schon echt geile Spiele rausgebracht. Manchmal, also so, als ich jetzt hier mit Lego Star Wars The Force Awakens das gespielt habe, da habe ich nur gedacht, ey, können die alten sechs Teile nicht nochmal neu aufsetzen, weil das ist ja schon echt sehr, sehr klobig. Das hat jetzt ja auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Und vor allem jetzt auch nochmal schön mit einer Synchro rein und sowas. Das wäre da nochmal sehr schön. Aber so ist das bei den alten. Genauso mit Lego Indiana Jones war, glaube ich, auch noch keine Synchronisation. Nee, war noch nicht. Harry Potter, glaube ich, auch noch nicht. Und Pirates of the Caribbean auch noch nicht. Echt schade eigentlich, ey. Dass die damit so lange gewartet haben. Vielleicht haben die einfach zu Anfang nicht die Rechte dafür bekommen oder so. Ich weiß es nicht, woran das lag. Ja, was würde sich denn noch so als Lego eignen? Guck mal, man hat ja schon sehr geile Titel. Ach, jetzt sehe ich hier gerade im Download-Verzeichnis von Steam, habe ich schon total vergessen aufzählen, Lego The Hobbit und Lego Lord of the Rings installiere ich ja auch noch gerade. Ups, jetzt habe ich gerade pausiert. Entschuldigung. Habe ich eben aus Versehen hier in Steam reingeklickt und dadurch wurde das Spiel pausiert. Ja, könnte. Wobei, das wird glaube ich nicht kommen, weil The Force Unleashed. Ja, das wäre auf jeden Fall gut, aber The Force Unleashed gehört jetzt ja nicht mehr zur offiziellen Story dazu. Das werden die glaube ich nicht bringen. Weil das ganze Universum, alles was vor 2012 war, bis auf die Filme, wurde ja ausgelöscht. Es blieb nur noch die sechs Filme. Dann hier The Clone Wars, weil das halt dazwischen spielen sollte. Ja, und alles, was jetzt danach veröffentlicht wurde an Büchern und sowas. Und an Spielen zählt jetzt halt nur noch Battlefront. Battlefront jetzt, ja, und jetzt natürlich das neue Lego-Spiel, ist logisch, weil es auf den siebten Film aufbaut. Alles andere zählt jetzt nur noch als Star Wars Legends. Deswegen ist auch leider ein sehr geiler Charakter aus einer Spielereihe, Kyle Katarn, aus der Star Wars-Reihe rausgefallen. Aber das kann ich auch schon mal sagen. Ich habe die ganze Jedi Knight-Reihe habe ich natürlich auch schon auf dem Rechner wieder drauf. Auch das wird dann irgendwann im Laufe der Zeit nach und nach abgearbeitet werden. Ja, muss ich auch sagen, ich fand das neue grafisch Bombe. Aber im Vergleich zu den alten Battlefronts ist das echt KK. Da hast du vollkommen recht. Jo, Battlefront 2 war mega geil, vor allem mit den Raumschlachten. その意志はやがて忍びを包み、世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法長は成就に至る。さあ。 Ja, richtig, genau. Da gab es ja auch schon. So, jetzt eben noch den Outro, beziehungsweise das Epilog eben noch zeigen. Und dann sind wir durch. Einige Jahre später. Manu, wer ist denn das? Ich muss den Namen schon sagen. Das ist Boruto. Von wem das wohl der Sohn ist?
Ja, und von wem das wohl die Tochter ist? Manche wissen es schon, manche halt nicht. Ja, und Naruto hat natürlich eine neue Hand bekommen. Tsunade hatte da irgendwie was angewandt. Er konnte halt hier... Er muss, warum auch immer, aber jetzt eingepackt bleiben. Genau. Ja, und finde ich auch sehr schön, das spoiler ich jetzt einfach mal vorweg. Finde ich sehr schön, dass er mit Hinata zusammengekommen ist. Das hätte schon viel früher geschehen müssen, Mann. Der ist so... Da muss man auch sagen, Naruto ist so dumm. Er rennt die ganze Zeit Sakura hinterher, dabei steht Hinata andauernd da und er kapiert es einfach die ganze Zeit über nicht, dass die was von ihm will. Ja, und Sasuke und Sakura halt, ne? Die sind auch zusammengekommen. Unglaublich. Ja. Ja, okay, wir haben das Spiel jetzt beendet. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Freut mich sehr, dass das doch noch weit zu Anfang, ich sag mal, bis hierhin, ne, bis hier so ungefähr, hat das fast keine Sau interessiert. Hier wurde es ein bisschen mehr, dann an dieser Stelle, wo wir dann gleich auf mit dem Anime waren vorhin, da wurde dann doch ein bisschen eingeschaltet. Ja. Bossfights auf jeden Fall geil, muss man sagen, Kämpfe auch. Sehr geil. Nur von der Erzählweise, da muss das noch überarbeitet werden. Deswegen, wie gesagt, ich wünsche mir echt so ein richtiges Rollenspiel nochmal dazu, wo die ganze Story abgearbeitet wird. Da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Nicht immer jetzt so wie bei den Dragon Ball Spielen. Da rollen die das auch immer wieder auf, immer wieder das Gleiche. Zwischendurch wird dann mal die Idee mit einem eigenen Charakter reingebracht oder sowas, aber trotzdem die gleiche Story. Gleiche Story muss es natürlich irgendwie bleiben, ist logisch, aber halt mal anders erzählen, ne? Oder das Spielerische mal abändern. Darf nicht so bleiben. Deswegen, wir können gespannt sein, was das nächste Spiel von Bandai Namco im Naruto-Universum werden wird. Ja, und damit verabschiede ich mich dann. Und dann sehen wir uns irgendwann vorm Mittag wieder, würde ich mal sagen. Oh, da ist was. Da ist was wieder fertig beim Download. Von den Lego-Spielen. Gut. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich schon mal. Gute Nacht und macht nicht mehr so viel. Geht am besten auch alle schlafen. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder. Tschüss!